Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. So, wir werden uns jetzt der vollen Galaxiekarte annehmen. In der letzten Folge haben wir noch ein paar, ich wollte gerade sagen Begleitergespräche, aber es waren halt auch mehr als nur Begleiter. Wir verlassen erstmal die Citadel, auch wenn da ganz viele Quests noch auf uns warten. Wir haben jetzt hier aber auch noch eine volle Karte. Außenzone mit den Quarianern reden. Valhalla-Grenze haben wir auf jeden Fall was. Ich würde tatsächlich gerne versuchen, noch ein paar Sachen zu scannen, die noch nicht so ganz fertig sind. Wir fangen einfach mal irgendwo an und dann werden wir hoffentlich jemand was finden. Wir müssen ja eh nach ein, zwei Scan-Versuchen immer weg. So, hier haben wir alles. Warte, ich weiß gar nicht, wie viel Treibstoff wir haben. Wahrscheinlich sind wir voll, ne? Wir waren auf der Citadel. Ich hoffe, wir sind voll. Theseus. Entweder Theseus oder Theseus. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau ausspricht. Oh, das ist aber ein ganz schön langer Weg. Okay. Ich habe etwas gefunden. Ach, Peros. Kennen wir doch. Scanner starten. Exogeny-Wissenschaftler. Sehr schön. Verlassen. Nochmal irgendwo. Da müssen wir jetzt leider weg. Ausweichen erfolgreich. Jetzt brauchen wir erstmal dringend ein Treibstoffdepot. Bei Tuchanka war doch eins, ne? Ich meine, wir können auch erstmal hier gucken, ob wir hier eins haben. Aber ich glaube, zu Not war es bei, also in dem System, wo Chanka liegt. Ja, dann gehe ich dort erstmal hin, bevor wir hier weiter scannen. Treibstoff gekauft, dann geht's ins riesige System wieder. Das Hades-Gamma-System, das kennen wir auch schon sehr. Aber ist ja klar, dass sich eine Galaxie nicht unbedingt krass verändert. Dass vielleicht was dazu kommt, ja, aber. So, dann machen wir erstmal einen Karkus weiter. Ich weiß ja nicht, wie weit die alle auseinander liegen. Mal weiter nach. Ich weiß bloß nicht, ob wir von Farinata zurückkommen. Müssen wir mal schauen. Ich will nicht so viel Treibstoff verbrauchen, deswegen bin ich gerade ganz langsam reingefahren. Oh Gott, ich dachte gerade, Bell war's. Was sind nur die. Signal bestätigt. Ja, da haben wir noch was. Schnell. Treibstoff. Danke.
Wir müssen weg. Boah, sind die schnell. ÜLG-Sprung erfolgreich. Oh Gott, sind die schnell. Okay. Ja, wie machen wir das? Fliegen wir jetzt runter oder fliegen wir zu Dis? Ist auch halt ein langer Weg. Und ich weiß nicht, ob wir da Treibstoff bekommen. Ich lade lieber nochmal auf und dann fliegen wir da nochmal hin. Kann man das eigentlich auch verbessern, dass man mehr Treibstoff laden kann? Das mit den 1000 ist ja echt wenig. So, mal sehen, ob wir hier die noch schnell finden. Ich habe etwas gefunden. Ja. Zumindest ein. Scanner starten. Hier ist die Maus ein bisschen langsam. Credits erhalten. Okay, schließen. Verlassen. Ich weiß gar nicht, wo wir raus müssen. Hier. Ausweichen erfolgreich. So, dann fliegen wir zurück und gehen in ein nächstes System. Die anderen sind hier ja fertig. Aber vorher muss ich wieder auftanken. Ja, der Tank ist sehr klein. Aber vielleicht könnt ihr mir die Hoffnung geben, dass man den vielleicht verbessern kann. Ich guck mal kurz, ob hier was drin ist. Also ein Treibstoffdepot. Hier ist irgendwas. Ah, Treibstoff. Sehr schön. Ach, den hatte ich, das hatte ich mir, glaube ich, vollgelassen. Also, ne, schon gescannt, aber noch nicht genutzt. Oh, das ist sehr weit weg. Da werden wir mit 800 nicht auskommen. Sorry, da müssen wir trotzdem noch einmal auftanken. Sonst wird das nichts. Habe ich das jetzt auftanken lassen? Ja. War ein bisschen flott unterwegs. So. Dann haben wir das vielleicht, kriegen wir das ja abgeschlossen, das System hier. Und ich werde die ganze Folge jetzt nur scannen. Wenn das jemand nicht sehen möchte, ihr dürft abschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, nur mit 800 hätten wir das nicht geschafft. Da. Die kriegen wir noch schnell. Ha! Mal sehen, ob wir gleich wieder wegkommen. Das weiß ich noch nicht. Aber... Und... Allianzkreuzer Nairobi. Jetzt aber schnell weg. So. Reaper umgangen. Und Gemini Sigma haben wir endlich
werde ich. So. Dann holen wir uns wieder Treibstoff ab und dann geht's ins nächste System. Dahin. So, was nehmen wir denn? Milan-Nest hätten wir noch. Und ja, ich versuche erstmal dieses Thema fertig abzuscannen, die schon angefangen sind, weil das ist einfach mein innerer Monk. Und dass denen hier so einiges stört, dass man nicht immer alles sofort hinbekommt, das wisst ihr ja. Deswegen werde ich da trotzdem versuchen, ihn ein bisschen zu beruhigen und das schon mal abzuscannen, was soweit fertig ist. Da. Wieder wahrscheinlich Treibstoff. Aber... wir haben immerhin das System jetzt fertig. Nein! ULG-Sprung erfolgreich. Das war knapp. Da ist er plötzlich stehen geblieben. Habe ich nicht weit genug rausgezogen. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Okay. Exodus hatten wir noch. Erst nochmal Treibstoff holen. Kann doch nicht sein, dass nur in der kubanischen DMZ ein Depot ist. Muss doch noch woanders Depots geben. Die muss ich mir irgendwann mal merken. Asgard hätten wir. Oh, Asgard scheint irgendwie ganz... ach, da. Ganz weit weg zu sein, aber war einfach nur in einer anderen Richtung. Oh, da hinten, da komme ich jetzt nicht hin. Oh, das wird... Ausweichen erfolgreich. Knapp. Aber es ist jetzt immerhin schon mal da. Komm bloß nicht hin. Okay. Dann haben wir die aber schon mal soweit fertig. Dann weiß ich, dass ich... da schon mal ordentlich was wieder geschafft habe. Oh, hier scheint auch noch nicht so viel zu sein. Dann machen wir da mal weiter. Haben wir denn hier angefangen? Bei Esori, okay. Ja, das ist ja mal dicht dran.
Hier muss doch irgendwo was sein. Okay, ich muss weg. Reaper umgangen. Oh, da haben wir auch nur 33%. Klick erstmal hier. Signal bestätigt. Ich wollte gerade sagen, da muss es sein. Mal sehen, ob wir gleich wieder wegkommen. Scanner starten. Bodos Technikteam. Nein! Wir sind stehen geblieben. Nein! Oh, wie gemein. Warum hört er denn auf zu fahren? Ich habe wirklich hier hinten hingezogen. Böses Ding. Jetzt weiß ich aber, wo das Teil ist. Signal bestätigt. So. Nochmal. Da ist noch was. Können wir gerade nicht hin. ULG-Sprung erfolgreich. Okay, ich versuche mal hier rüber zu kommen. Nee, das ist mir zu heiß. Sorry. Ich muss da einmal auftanken. Einmal auftanken, dann geht's hier weiter. Klickt. Das war der nervöse Zeigefinger. Und dann werden wir noch Nura und Aru scannen. Dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe etwas gefunden. Perfekt. Gott sei Dank sind die Scanpunkte gerade nicht so weit weg. Volos Geheimdienstarchive. Information, okay. Da. Untersuchen. Wahrscheinlich Treibstoff, ja. Ich bin schneller als ihr. Oh, doch nicht. Ich dachte, ich schaffe es. Kann ich mich verlangsamen? Ich habe etwas gefunden. Jetzt weiß ich ja, wo die Sachen sind. Das ist eigentlich ganz gut. Ich lasse mich einfach immer erwischen. Das wird meine Taktik. Ich weiß dann, wo die Sachen sind. Und scanne dann nochmal. Das ist doch klug, oder? Ich weiß nicht, ob ich so Lust drauf habe, mich dauernd erwischen zu lassen. Da. Oder ist das die Taktik, womit man überhaupt vorankommt? Das kann ja natürlich auch sein. Oh, mir juckt gerade so doll. Handgelenk. Da.
Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Da. Bonus-Produktionseinheiten. Da. Oh nein. Ich wollte noch klicken. Ich werde jetzt gerade ein bisschen... Wie nennt man das denn? Forscher. Weil ich endlich scannen möchte. Ich glaube, das wird jetzt mein Way to go quasi. Dass ich mich dann erwischen lasse, weiß, wo die Sachen sind und hole sie mir dann. Weil anscheinend speichert er ja, sobald man im System drin hockt. So. Treibstoffeinheiten. Sehr schön, sind wieder voll. Oder fast voll. Okay. Dann sind wir da auch ein gutes Stück vorangekommen. Hier haben wir jetzt Quest. Ich hab Mund neben. Valhalla ist neu, ne? Varian-Arena, Außenzone. Ja, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. In den nächsten werden wir uns dann halt irgendwie hier noch umschauen. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden oder Asari-Kolonie untersuchen. Irgendwie sowas. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.